Hallo liebe Rote Rosen-Fans, ihr habt euch anlässlich des 2000. Instagram-Posts gewünscht, dass mehr Backstage-Material kommt und deswegen nehme ich euch heute in meinem Drehtag mit und zeige euch Maske, Kostüm bis hin zum Set. Viel Spaß! Für alle Schauspieler beginnt der Drehtag meistens im Kostüm und da schauen wir jetzt mal rein. Hallo. Hi. So, hier hängen jetzt für alle möglichen Rollen, die wir hier so haben, alle Klamotten und ich werfe mich jetzt erstmal in Schale für meine erste Szene. So, umgezogen bin ich jetzt. Jetzt geht es ab in die Maske, da werden alle nochmal so richtig hübsch gemacht. Alles klar, sehr schön, vielen Dank. Also, ich bin jetzt eigentlich drehfertig, aber bis es losgeht, habe ich noch ein bisschen Zeit. Und ich habe heute 7 Szenen, das ist schon relativ viel. Deswegen treffe ich mich jetzt noch mit unserem Schauspiel- und Kindercoach Christian. So, ich sitze jetzt hier in der Kantine und Christian ist leider noch nicht da, aber der kommt gleich. Und solange gucke ich nochmal in meinen Text. Ja, Christian hat jetzt leider gerade zu tun, aber ich habe einen viel besseren Spielpartner gefunden, nämlich meinen Serienpapa Herbert. Ja, wir gehen jetzt mal unseren Text durch, aber weil ihr natürlich noch nicht wissen dürft, wie es weitergeht, machen wir jetzt mal eine kleine Filmpause. So, wir wurden jetzt gerade aufgerufen, das heißt, es geht jetzt ab zum Set. Als erstes drehen wir auf dem Salzmarkt, also los geht's. So, wir sind jetzt hier am Set und als erstes gibt es immer eine Textprobe, damit wir sehen, dass auch alle ihren Text gelernt haben. Zusammen drängt noch so ein bisschen hinterher. Gut, dann lass uns mal den Text ein. So, jetzt aber hopp, 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 nicht, dass du zu spät zur ersten Stunde kommst. Nicht, ich hab dich. Ja, ist okay. Wir. Ja, ich will gar nicht wissen, warum. Essen wir nachher zusammen. Klar, super. Bis nachher. Bis später. Ja. Auf geht's. Achtung, Stellprobe und bitte. So, jetzt aber, hier, willst du zuerst raus? Ja. Ich will jetzt aber nicht, dass du zu spät zur ersten Stunde kommst. Hey, nicht ich hab verschlafen. Ja, 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 schon. Ja. Ich will gar nicht wissen, warum. Komm, komm, schwing die Hufe, dann kommst du vielleicht auch nicht. Warte mal, mach das mal so, dass wir schon zusammen seid. So, das war jetzt die Stellprobe, damit auch alle wissen, wo sie stehen müssen. Und jetzt kommt als nächstes die technische Probe, wo dann auch schon Kamera und Ton mitlaufen. Technische Probe. Und? Bitte! Nicht ich hab verschlafen. Ja, sehr gut. Ich will gar nicht wissen, warum. So, die Szene ist jetzt fertig geprobt. Eigentlich ist alles drehfertig, aber bevor es losgeht, damit alles gut aussieht, müssen wir uns jetzt nochmal final drehfertig machen. Unser Junge ist so ein Kluger. Es lief eigentlich die ganze Zeit, bis auf als Herbert dabei war. Jetzt ist alles ready, jetzt wird gedreht, gleich gehen wir durch diese Tür und dann heißt es Action. Achtung, ihr seid set und bitte. Ich hab nicht verschlafen. Ja, ich weiß, ja. Ich will gar nicht wissen, warum. Hey, ey, komm, schwing die Hufe, damit du nicht zu spät kommst. Ja.
Natürlich knapp nicht alles beim ersten Mal, deswegen machen wir jetzt direkt noch einen zweiten Take. 2.399, 9, 3, die zweite. Na klar, Peter. 11, 12, 13. Und bitte. Essen wir später zusammen. Na klar, mein Schatz, gut kommst. Super, bis später. Tschüss. So, die Szene ist im Kasten. Jetzt wisst ihr, wie hier so ein Bild gedreht wird. Und das Ganze mache ich jetzt noch 6 Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall noch wieder. So, wie ihr seht, sitze ich wieder in der Kantine. Und es sind jetzt auch schon 2 Stunden vergangen. Wir haben die ersten 5 Szenen gedreht. Jetzt habe ich ein Bild Pause und danach geht's weiter. Ja, so jetzt ist Drehschluss. Jetzt wisst ihr mal, wie so ein Tag hier hinter den Kulissen bei Rote Rosen aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Ich würde sagen, wir sehen uns von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der ARD Mediathek. Ciao, ciao.